Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Kansas Event Video. Wir stehen hier immer noch in Topeka und wir schauen mal, von wo die Reise hingeht. Ich habe schon ein bisschen nachgeschaut, wahrscheinlich wird es nach Wichita gehen. Genau, nach Wichita. Kansas ist ein bisschen zu nah. Bei Kansas hätten wir sogar Aufträge jetzt aktuell von Topeka aus. Zum Umschlagwerk in Dings, in Moment, in Hayes waren wir auch noch nicht, ne? Jetzt will ich mal nachgucken. Hayes haben wir auch noch nicht. Hayes für 1.500. Merke ich mir mal. Genau, wir könnten hier zum Cargo Terminal. Es sieht für mich so aus vom Logo, als ob es das ist. Mit den Zügen und so weiter. Deswegen, das ist einfach zu nah. Es sind nur 94 Meilen. Deswegen fahren wir da dann einfach beim nächsten Mal hin, wenn wir dort einen Aufregen haben. Ich wollte gerade sagen, sag mir nicht, der Auftrag ist weg. Sogar. Zwei Aufträge mittlerweile und keiner, nicht mal der Auftrag immer da, den ich vorher hatte. Dann würde ich sagen, fahren wir 16,5 Tonnen Autos von Ali's Cars nach Ali's Cars in Wichita. Das ist eine Fracht, hochwertige Fracht, 185 Meilen. Abfahrt. Ich wäre mal kurz nicht immer sicher. Oh, wir sind aber direkt neben Alice. Ich wusste schon gar nicht mehr, wo es rausging. Ist doch schon ein bisschen Zeit wieder vergangen. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal ich ATS gespielt habe, aber schon lange her. Ist länger her, nicht lange. Muss ich überhaupt hin? Ich muss nach hinten links. Perfekt. Später haben wir es eigentlich. 4:13 Uhr. Dann kommen wir auch bei Tageslicht in Topeka an. Ach, in Wichita natürlich. Denn wir sind schon in Topeka. So, 185 Meilen nach. Okay. Wenn wir rauskommen. Nach Wichita. Gucken wir uns nur mal an, wie die Strecke ist. Über die Interstate, eigentlich komplett Interstate fahren wir. Ist notwendig darunter. Dann fahren wir diesmal sogar die Mautstrecke. Cool. Die Mautstrecke nach Wichita. Freie Bahn.
Also bis jetzt auch, oh Gott. Bisher gibt es noch keine Infos. Zumindest nicht auf Steam. Zum diesjährigen Gewitter-Event. Weihnachts-Event, besser gesagt. Ich schätze mal mittlerweile auch schon eher, dass es so um den 19. rum ist und nicht so um den 15. Aber das werden wir dann sehen. Spätestens in den nächsten Tagen. Aber ist auch gar nicht so wild. Ich habe ja noch alle Hände voll zu tun. Wahrscheinlich sowieso kaum dazu kommen, die Sachen aufzunehmen. Also es wird, glaube ich, sogar ziemlich eng mit ETS 2. Eigentlich haben wir hier sogar wirklich durchballern können. Ganz streng genommen, wenn das komplett elektronisch ist, ohne Ampeln, ohne Schranken. Warum sage ich jedes Mal in letzter Zeit statt Schranken Ampeln? Ich verstehe es einfach nicht. Es ist einfach jedes Mal dasselbe Mal. Dasselbe. Jedes Mal dasselbe. Das ist ja gerade die siebte Fahrt hier. 7 von 14 haben wir dann gleich die Hälfte geschafft. Für das persönliche Ziel. Ich denke mal, wenn ich damit dann durch bin, also wenn ich dann die weiteren 7 Fahrten dann durch habe, wenn ich die 14 Fahrten insgesamt durch habe, dann werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich dann wieder zurückgehe auf Preis pro Streckeneinheit und dann den bestmöglichen Auftrag, der quasi von Kansas und nach Kansas geht. Annehme. Schließlich haben wir immer noch ein Community Goal zu achieven. Aber dann würde das auch eher sporadisch kommen, die Videos dazu. Weil es dann halt nicht so, keine Ahnung, 20 bis 50 Minuten Videos oder Fahrten sind wie jetzt aktuell. Sondern dann können es ja wieder 1,5 Stunden Fahrten werden oder sogar 2 Stunden Fahrten. Wobei, eigentlich habe ich ja immer noch das Ziel, möglichst viele von den neuen Frachten und von den Orten zu fahren. Also wenn wir nicht nach Kansas kommen, wenn wir nicht zu den Elevated Grain Silos kommen und wenn wir nicht zur Salzmine kommen,
und eigentlich auch nicht zu den ganzen Flughäfen, bleibt ja eigentlich immer noch nicht wirklich viel übrig, als dann weiterhin, was ist da viel übrig, ne? Also klar, es sind auch eine 200 Meilen, boah, 500 Meilen Community, fürs Community Goal, das sind 500 Meilen, aber na, dann, ich glaube, die Priorität geht dann auch doch noch ein bisschen eher darauf. Schauen wir mal. Ob ich dann zu dem Zeitpunkt dann noch dran denke. Wahrscheinlich habe ich es dann wieder vergessen. Vom Community Goal ist man gerade bei, boah, ich weiß gerade nicht wie viel genau. Ich glaube 67 Millionen von 125 oder so. Ich habe eigentlich gerade eben, ich habe es von nachgeguckt gerade eben, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, aber das war es auch. Ich habe eigentlich nur darauf geachtet, ob es schon schief war oder nicht, das war es eigentlich gewesen. Und dann verlassen wir auch schon die Maut. Und sind sogar fast schon da. Also, ja, wir sind schon fast in Wichita. Right. Right. Natürlich doch. Ein abgestorbener Baum. Right. Erst auf mal in Wichita, the Sunflower State. Ja, habe ich nicht ganz mehr darauf geachtet und gesehen. Sind wir schon bei 10 von 14 oder noch nicht? Diesmal sogar mit Stop Ahead. Okay, nee, nur wenn wir Cash zahlen. Auch ohne Ampel, das ist ihr wisst schon, ohne meine Ampel. Ohne Schranke. Was haben wir hier? Ein Hotel wahrscheinlich, schätze ich mal. Oder irgendwas in der Richtung. Oder eine Wohnanlage. Mitten am Freeway ist ja auch unangenehm. Immer wenn ich auf irgendwelche falschen Tasten drücke, dass nichts passiert, aber ich glaube, ich habe keine wirklichen Shortcuts für irgendwas eingestellt. Aber man weiß ja nie.
Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir ja auch von der Group Bank Arena und unserem Truck mit der Ladung ein Foto machen. Hat zwar, glaube ich, keinen Impact auf. Hat zwar keinen Impact auf irgendein Achievement Progress, aber. Abgehakt ist abgehakt. Oh, geht's Richtung Airport oder nicht? Es geht Richtung Flughafen. Interessant. Oh, da haben wir ihn. Also wir fahren nicht vom Flughafen oder zum Flughafen hin. Oh, der ist aber auch. Der ist aber auch riesig. Oder sind nur die Flugzeuge, die so riesig sind? Wer weiß, vielleicht fahren wir ja von dem Wirtschafter vom Flughafen hin, vom Flughafen aus los. In der nächsten Folge wäre dann ja prinzipiell, ja gut, Wichita Sky Harbor oder Global Sky. Eins von beidem. Das war die freie Wahl. Prinzipiell gesehen. Voraussetzt bekommen wir natürlich einen Auftrag von dort. Auch schon, dass hier so viel Variation drin ist, so, ne? Also dass die Prefabs nicht normal sind, in Anführungszeichen, sondern dass sie auch variieren. It was a nice ride. Dann laden wir mal die Fracht ab. Kassieren das doch ganz schon gute Geld für die kurze Fahrt. Ausgezeichnete Autos von Topeka nach Wichita geliefert. Gefahrenstrecke 190 Meilen. Dauer 19 Minuten. Knapp 30 Gallonen verbraucht. Das war der 136. ATS mit auf Trucks auf Takt, die erledigt wurde. Es gab knapp 11.000 dafür und 468 Erfahrungspunkte. Ja. Und da ich gleich hier nochmal eine Folge weiter danach aufnehme und wir nicht schlafen müssen, schauen wir nochmal gemeinsam nach, ob wir vielleicht sogar wirklich. Wir hätten sogar was für Global Sky, aber die Frage ist natürlich, wohin es geht. Vielleicht nach Kansas City, vielleicht nach Pittsburgh. Hutchinson ist zu nah. Hey, es würde gehen. Junction City würde gehen. Also es fehlt ja noch. Gut, Emporia fehlt. Pittsburgh fehlt. Kansas City fehlt. Marysville fehlt. Junction City und Hayes fehlt. Und Hutchinson, falls ich es noch nicht gesagt habe. Colby hatten wir schon. Junction City für. Okay, Hayes für 12.000. Da wäre halt wieder Alis nach Alis, ne?
Wie denn nichts mit Flughafen? Pittsburgh haben wir hier immer noch nicht, aber nur Phillipsburg. Und das war's. Also, wenn ich das gerade richtig überflogen habe, dann sieht es nach Hayes aus. Ja, da wird es wahrscheinlich nach Hayes gehen. Aber ausführlich nach Hayes gesehen in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehe ich euch hoffentlich im nächsten American Truck Simulator Video wieder hier vom Cruising Kansas Event. Mach's gut. Tschüss.